Sehr geehrter Herr Professor, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beschäftige mich heute in meinem Vortrag mit den sporttherapeutischen Konzepten der Behandlung von Problemen um die Patella, die, wie wir ja schon mehrfach gehört haben, eine Knorpelscheibe darstellt und biomechanisch betrachtet ist es eine Umlenkrolle mit der Funktion eines Platzhalters und dadurch kommt es zu einer Verlängerung des biomechanischen Hebelarmes und somit zu einer optimalen Zugkraftwirkung vom Oberschenkel auf den Unterschenkel. Beispiele für häufig gestellte Diagnosen, die Sie auch so in der täglichen Praxis immer wieder vorfinden, sind zum einen die Chondropathia patellae, die Lateralisierung der Patella, da haben wir ja heute schon einiges zu gehört, und das Patellaspitzensyndrom, da werden wir auch noch einiges gleich in einem Vortrag zu hören und natürlich weitere. Gut, häufige Ursachen für eine Patella-Problematik, Fehlstellung der Beinachsen, Genum valgum varum, das ist dann natürlich eine Indikation für eine operative Versorgung in der Regel. Mich interessiert als Sporttherapeut natürlich diese Indikation, muskuläre Dysbalancen, zum Beispiel Extensoren versus Flexoren, aber auch gerade bei der Lateralisierung der Patella, vastus medialis versus vastus lateralis. Und da geht es dann in der medizinischen Trainingstherapie darum, welche Problematik ergeben sich für den Kniegelenksknorpel. Und das ist natürlich zum einen die Belastung und die Belastbarkeit. Wir haben da eine deutliche Diskrepanz. Und die finden wir natürlich nicht nur im Sport, weil der Sportler hat auch seinen ganz normalen Alltag und er ist nicht unbedingt Berufssportler. Das heißt, er nimmt sozusagen diese Diskrepanz und den häufig damit verbundenen Schmerz auch in sein ganz normales Alltagsleben mit. Welches Vorgehen hat sich konzeptionell in der sporttherapeutischen Praxis in der Planung der medizinischen Trainingstherapie bewährt? Da gibt es halt viele konzeptionelle Ansätze und wir wollen uns mal einige anschauen. Im ersten Schritt, das hat der Kollege Thomas Schlüter gerade schon erklärt, steht natürlich immer die ärztliche Befunderhebung und die physiotherapeutische Untersuchung. Zum einen wollen wir ausschalten, dass es bei früheren Verletzungen zu Spätfolgen gekommen ist. Wir wollen natürlich schauen, wie sieht es mit orthopädischen Begleiterkrankungen aus. Zum Beispiel, wie schon erwähnt, eine Fehlstellung in diesem Bereich mit einer OP-Indikation. Und was für die Trainingsplanung bei mir natürlich wichtig ist, gibt es Probleme im Joint Play, im Gelenkspiel zum Beispiel, wie schon erwähnt, im Bereich der Extension gegenüber der Flexion. Der zweite Schritt konzeptionell wäre dann zu schauen, wie steht es eigentlich um den Patienten oder um den Sportler? Hat er einen Ruhe- oder Belastungsschmerz oder nur einen Nachbelastungsschmerz? Ganz wichtig, während der Therapie handelt es sich um einen dumpfen Dauerschmerz oder eher um einen stechenden Akutschmerz, vor allem in der Exzentrik, bei der wir ja, das wissen Sie, bis zu 130% der Kraft entwickeln können im Vergleich zur maximalen konzentrischen Kraft, also deutlich höhere Kräfte noch einwirken und das auch noch bei einem gedehnten Muskel. Wo genau ist der Schmerz vorzufinden, retropatellar, medial oder lateral? Also all das sind Dinge, die wir dann im zweiten Schritt unserer konzeptionellen Planung der Sporttherapie berücksichtigen müssen. Im dritten Schritt geht es dann konkret um die Erstellung eines Trainingsplans für den Sportler oder den Patienten. Wir wollen die Ziele möglichst individuell festlegen und auch realistisch. Langfristig und zielorientiert, auch hier keine Neuigkeit, Arthrose oder Arthrosetraining braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Und der für mich entscheidende Aspekt steht hier, die Methoden müssen den individuellen Möglichkeiten angepasst werden. Das Knie des Patienten führt sozusagen meine Therapie. Das heißt nicht, dass ich da nicht der Chef im Ring bin, aber ich muss immer wieder einen guten Rapport, wie wir im NLP sagen, also einen guten Draht zum Patienten haben, eine gute Patientenführung. Ich muss kontinuierlich im Gespräch bleiben, um bei auftretenden Problemen auch sofort reagieren zu können. Das Ganze, wie man so schön sagt, ist ein dynamischer Prozess, der erfordert Flexibilität. Ich muss mich anpassen können an Probleme und natürlich auch ein Controlling durchführen, welche Übungen führen zur optimalen Anpassung, wo muss ich modifizieren, etc. Ziel ist eine individuelle biopositive Anpassung und das Credo lautet, wie der Professor immer so schön sagt, viel bewegen, aber schmerzadaptiert belasten. Und wir wollen erreichen, dass es zu einer Verbesserung des Rollgleitmechanismus kommt und gegebenenfalls auch zu einer Faserknorpelneubildung.
Ja, was sollten Sie bedenken? Unterschiedliche Superkompensationszeiten. Die Muskulatur ist ein sehr gut durchblutetes Gewebe, die adaptiert also sehr schnell, gerade bei Hypertrophie, also Muskelquerschnittsreizen. Allerdings die Sehnenbänder, Knorpel, Bradytroph, schlecht durchblutet, die Anpassung, Wachstum etc., biomechanische Übertragung auf den Knochen, zum Beispiel auf die Tuberositas über den Zug des Quadrizeps, dauert deutlich länger. Lassen Sie sich also nicht ins Boxhorn jagen, wenn der Sportler sagt, Mensch, jetzt leg doch mal mehr Gewicht auf oder lass mich mal mit einer höheren Geschwindigkeit trainieren. Das kann er, muskulär betrachtet natürlich, aber es könnte sein, dass er eben in den passiven Strukturen dann mit Problemen reagiert. Zusammenfassend kann man an der Stelle schon mal sagen, grundsätzlich gibt es keine Patentrezepte. Wir haben goldene Standards, auch in der Sporttherapie, an die richten wir uns oder an denen arbeiten wir uns natürlich entlang, aber wir müssen immer auch den Blick für den einzelnen Sportler haben oder auch Patienten. Ja, beispielhafter methodischer Aufbau, also auch ein weiterer wichtiger konzeptioneller Punkt. Welche Methodik wenden wir an? Thomas Schlüter hat gerade schon sehr schön die ganze propriozeptive Geschichte erzählt. Also sensorischer Input, Afferenzen setzen, Rumpfstabilität, Kraft und Schnelligkeit. Es geht mir dann eben auch um diesen biomechanischen Transfer in die Dynamik. Am Punkt Belastungssteigerung scheiden sich oft die Geister. Auch hier meine persönliche Erfahrung, grundsätzlich ja, progressive Steigerung, sonst haben wir keine Adaptation, keine Anpassung. Aber auch hier steht der Patient, der Sportler individuell immer im Mittelpunkt und mit dem müssen wir im Gespräch bleiben. Isoliert üben, funktional integrieren, in aller Munde aktuell Functional Exercises, na Gary Cook oder Mark Verstegen, also funktionelles Training, was weiß ich, Lounges, Plankings, Squats etc. Und das Ganze dann am Ende Sportart oder eben spezifisch anwenden, also eigentlich so ein konzeptionell betrachtet methodischer Schritt, 3 Schritte üben, integrieren, das, was ich geübt habe und anwenden. Vom Einfachen zum Schwierigen sollte klar sein, das sollten Sie beachten, vom Schwierigen dann zum Komplexen, das ist der nächste Schritt. Und vom Bekannten zum Unbekannten wäre eigentlich dann der letzte Schritt. Das ist schon die Königsdisziplin. Wir können uns das einmal kurz anschauen bei einer Dame, die auch im Seniorensport ambitioniert ist. Vom Einfachen, sie hält sich links im Video an der Lehne noch fest, rechts macht das sozusagen freihändig, hat also keine Unterstützung mehr. Das ist ein Beispiel vom Einfachen zum Schwierigen. Sie steht auf einer Fitwip, auf einem Wackelbrett, kann sich zwar noch festhalten, aber sie kriegt schon Impulse deutlich von unten. Sie muss das immer wieder kontrollieren. Ja, und das ist relativ schwierig, gerade für ältere Patienten. Und dann geht es aber zum Komplexen. Ja, sie möchte mal wieder Ballspiele machen mit der Seniorensportgruppe. Wir unterstützen das, indem wir das Knie immer wieder zwingen, auch auszugleichen, auszutarieren. Und das Ganze in der Dynamik. Vom Bekannten zum Unbekannten, Treppensteigen ist jedem bekannt. Hier legen wir ein Pad hin, Weichboden, lassen Sie Treppen steigen. Ja, sie muss konzentrisch sich hocharbeiten, exzentrisch nach unten nachgebend arbeiten. Also das ist schon relativ anspruchsvoll.